herzlich willkommen bei Radio VHR. Ich begrüße heute Andrea Sauter, die Außenstellenleiterin von Reutlingen vom Weißen Ring. Und Frau Sauter, schön, dass Sie da sind. Sie bringen uns heute den Weißen Ring ein Stück näher. Sie erklären uns, wer der Weiße Ring ist, was der Weiße Ring macht. Was macht der Weiße Ring? Vielleicht erstmal, wer der Weiße Ring ist. Oder so. Der Weiße Ring, das ist die einzig deutsche Opferorganisation, die bundesweit organisiert ist, in 420 Außenstellen Hilfe vor Ort im Ehrenamt leistet und Opfern von vorsätzlichen Gewalttaten hilft, mit den Folgen dieser Tat einigermaßen klarzukommen. Sie machen Opferhilfe, Trauma ambulant. Was versteht man darunter? Ja, jetzt genau. Die erste Frage war, wer wir sind. Die zweite Frage ist, was wir machen. Wir begleiten oder wir nehmen die Opfer in Empfang, die bei uns anrufen oder die von der Polizei geschickt werden, weil sie halt Opfer von einer Straftat geworden sind. Und dann schauen wir, was braucht das Opfer, dieses konkrete Opfer in seiner Situation. In der Regel immer erst psychologische Hilfe, weil alle Opfer, egal ob von einem Einbruch ein Opfer oder von einer Vergewaltigung ein Opfer, in der Regel immer die Opfer traumatisiert sind. Und diese psychologische Hilfe, das gestaltet sich sehr schwierig, weil auf dem freien Markt die Psychologen bis 8 Monate, 12 Monate hinaus ausgebucht sind und man zeitnah sehr schwer Termine bekommt. Und es in Baden-Württemberg, Gott sei Dank, seit Anfang des Jahres 6 Traumaambulanzen angegliedert an Krankenhäuser gibt, wo wir die Opfer zeitnah hin vermitteln können, dass sie ganz schnell psychologische Hilfe bekommen. Ich kann jetzt hier für mich in Reutlingen sprechen und auch mein Nachbarkreis Esslingen. Wir haben vom Weißen Ring relativ guten Kontakt zu den Chefärzten dort. Und wenn wir dann eine Mail hinschicken, kriegen wir zeitnah für die Opfer einen Termin. Also die Arbeit ist in Baden-Württemberg seit Anfang diesen Jahres mit diesen Traumaambulanzen, die jetzt im Pilotprojekt 3 Jahre laufen, sehr erleichtert worden. Das ist mal so der erste Schritt. Dann muss man schauen, was brauchen die Opfer noch? In der Regel brauchen sie Begleitung, weil sie im Strafverfahren, wenn sie denn die Tat angezeigt haben, was jetzt übrigens nicht Voraussetzung ist, um Hilfe vom Weißen Ring zu kriegen, aber in der Regel die Tat angezeigt haben, irgendwann der Täter verurteilt wird in einem Strafverfahren und die Opfer in diesem Verfahren dann auch als Zeugen auftreten müssen. Da begleiten wir die Opfer zu Gericht und leisten quasi Schützenhilfe für diese auch sicher wieder außergewöhnliche Situation, weil in der Regel waren die Opfer vorher nie bei Gericht und wissen gar nicht, was auf sie zukommt. Dann braucht es vielleicht auch je nach Delikt einen Anwalt, der die Interessen und den Schaden für das Opfer geltend macht. Da vermitteln wir auch. Ja. Sie haben spezielle Themen, auf die Sie eingehen, beziehungsweise die mit Sicherheit relativ oft da sind. Sie haben es vorher angesprochen, der Einbruch. Wie sieht die Hilfe bei Einbruchsopfern aus? Die Einbruchsopfer häufen sich in letzter Zeit. Da ist es so, in der Regel findet man die Täter nicht. Dann gibt es auch keine Gerichtsverhandlung. Aber alle Opfer sind durch diese Grenzverletzung. Sie wissen nicht, wer in ihr Eigentum eingebrochen ist, in ihre Privatsphäre eingebrochen ist, durch diese Grenzverletzung sehr traumatisiert. Und da besteht die erste Hilfe, zumindest mal mit den Opfern zu reden, die Nöte anzuhören und sie dann auch wieder zeitnah zum Psychologen zu schicken, damit sie das aufarbeiten können. Ist ganz schwierig, jeder nimmt so eine Grenzverletzung anders wahr. Wir haben eine Frau, bei der wurde 2-mal eingebrochen, die kann nicht mehr in ihre Wohnung zurück. Da haben wir versucht, dann eine neue Wohnung zu finden. Wir haben eine andere Frau, bei der wurde die Wäsche durchwühlt. Das hat sie nicht ertragen. Die hat dann angefangen, eine Psychose zu entwickeln und musste jeden Tag ihre Wäsche waschen. Die braucht auch dringend psychologische Hilfe. Und ja, das sind diese Einbruchsopfer, die sich jetzt gerade häufen, aber das Gros sind doch in der Regel Sexualdelikte, hauptsächlich an Frauen oder Kindern. Und die brauchen halt zusätzlich zu dieser sicher traumatologischen Erstberatung, Ersthilfe eine Therapie, um damit umzugehen. Und dann auch diese Begleitung, was daraus folgt, noch Zeuge sein zu müssen im Strafverfahren und die Schäden geltend zu machen, ja. Wie sieht die Hilfe bei sexuellem Missbrauch direkt aus? Also wenn ich mich beim Weißen Ring melde und sage, ich bin sexuell missbraucht worden, ich brauche Hilfe, ich kriege das allein nicht hin, ich komme da allein nicht drüber weg, wie sieht die Hilfe aus, die Sie anbieten? Dann gucken wir konkret, was dieses Opfer speziell braucht. Wenn das Opfer kommt, wäre erstmal zu klären, ist es schon angezeigt worden, möchte das Opfer überhaupt anzeigen?
Was jetzt nicht Voraussetzung ist, dass man Hilfe vom Weißen Ring bekommt. Man kriegt auch Hilfe, wenn man sagt, man ist Opfer geworden. In dem konkreten Fall muss man gucken, begleitet man das Opfer zur Polizei, um eine Strafanzeige zu erstatten? Braucht das Opfer auch, wie schon gesagt, psychologische Hilfe? Dann wird ein Kontakt vermittelt zu dieser Traumaambulanz oder zu einem Psychologen, wenn das Opfer noch keins hat. Viele Opfer, die lange Zeit das mit sich schon rumtragen, die haben in der Regel auch schon psychologische Betreuung. Dann muss man gucken, gibt es denn irgendwann vielleicht ein Strafverfahren, wenn angezeigt wird? Wird da das Opfer begleitet, darauf vorbereitet? Ja, und sonst ist es ganz persönlich speziell, was das eine oder andere Opfer noch zusätzlich braucht. Ganz wichtig, vielleicht auch zu erwähnen, das wissen auch sehr wenig Leute, es gibt das Opferentschädigungsgesetz, in dem von der Idee her der Staat eintrittspflichtig ist, um Schäden aufzufangen, die von Opfern von Gewalttaten, weil der Staat die Opfer nicht schützen konnte, zumindest auffangen kann, wenn zum Beispiel die Krankenkasse nicht mehr die psychologische Betreuung bezahlt, dann tritt subsidiär nachträglich das OEG ein. Ganz konkret vielleicht bei Tötungsdelikten für die Hinterbliebenen, vielleicht für ein Kind von einem Opfer, gibt es eine Waisenrente oder wenn ein Opfer so furchtbar zusammengeschlagen, missbraucht, was auch immer wurde, dass es nicht mehr arbeiten kann, kann man da Anträge stellen auf weitere Hilfen, zum Beispiel im psychologischen Bereich, wenn es die Krankenkasse nicht mehr übernimmt. Allerdings nur auf Antrag. Und diese Anträge, die füllt auch der Weiße Ringmitarbeiter mit dem Opfer aus, was ganz wichtig ist, weil wenn kein Antrag, dann gibt es auch kein Geld. Und selbst wenn man dann den Antrag hat, wie oft hat man irgendwas vor sich liegen und hat keine Ahnung, was da überhaupt rein muss? Genau, das ist ja da helfen auch die Opferhelfer, das richtig auszufüllen. Eben, weil daran scheitert es nämlich oft. Hm. Wenn ich Anträge habe und die nicht richtig ausgefüllt habe, sagt, je nachdem, wer den Antrag eben kriegt, nö, falsch ausgefüllt. Genau, muss man nachbessern. Wobei, man kann das nachbessern. Aber viele wissen nicht, dass es das gibt. Und das ist sicher auch ein Standbein vom Opferschutz, dass man diesen Antrag dann stellt. Gerade Stalking-Opfer, denke ich, nehmen in der letzten Zeit oder in den letzten Zeiten immer mehr zu. Wie sieht die Hilfe bei Stalking-Opfern aus? Da muss man auch gucken, will das Opfer was tun, was dringend anzuraten ist, weil der Stalker fängt ganz softig an, sage ich mal, mit Teddybären vor der Tür, die man nicht will, immer wieder. Das dann aber zu ganz verrückten Aktionen führt, bis zum Aufstechen der Reifen oder Anschwärzen beim Arbeitgeber oder was auch immer. Da muss man zeitnah eigentlich Strafanzeige erstatten oder nach dem Gewaltschutzgesetz einen Antrag stellen, dass das Opfer nicht ewig anrufen darf, dass der Täter sich nicht nähern darf, dass der Täter nicht anrufen darf oder irgendwelche Lügen verbreiten darf, damit, wenn das weitergeht, wenn die nicht aufhören, und in der Regel hören die Stalker nicht auf, weil die auch psychisch angeschlagen sind, sage ich mal, dass man die dann auch dingfest machen kann. Da auch ganz wichtig, bei E-Mails, Telefonaten, ewigen Anrufen auf dem AB, alles bitte sichern, dass man dann Beweise bei der Polizei hat, dass das so ist, weil der Stalker sagt, was will denn das Opfer? Ja. Und das nimmt wirklich auch zu in allen Schichten, sei es im Arbeitsbereich, nicht nur bei den berühmten Leuten, die gern gestalkt worden sind. Da hat es irgendwie in den letzten Jahrzehnten kam das so hoch. Auch Schulfreunde stalken, Studienkollegen stalken, Arbeitnehmer untereinander, Kollegen stalken. Das wird irgendwie auch immer mehr, ja. Leider. Leider. Die gesamte Kriminalität nimmt zu. Eben. Ja. Leider Gottes. Dann ist es immerhin gut, dass wir darüber sprechen, dass wir wissen, wen wir ansprechen können. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass Kriminalität Opfer, ich kann immer zum Opfer werden. Egal welchen Alters, egal ob Frau oder Mann, ich kann einfach immer zum Opfer werden. Jeder kann immer zum Opfer werden. Und wenn er nur auf der Straße geht und ihm der Geldbeutel geklaut wird oder zwischen zwei Hahnenkämpfe kommt, man weiß es nicht, ja. Eben. Wann oder in welchem Alter lohnt oder muss man damit anfangen zu präventieren, zu sagen, ich weise Kinder, Jugendliche, Erwachsene darauf hin. Wann, in welchem Alter fangen Sie damit an? Also das
Die eine Arbeit von den Mitarbeitern des Weißen Rings ist diese Arbeit mit dem Opfer, zu gucken, Opferarbeit, was braucht das Opfer. Das andere ist Prävention, das ist nett, dass Sie das ansprechen. Da kommt es auch darauf an, je früher eigentlich, desto besser man auf die Gefahren hingewiesen wird, vor allem im Zeitalter der neuen Medien. Das Internet birgt immense Gefahren, das vor allem Kinder, auch Erwachsene nicht, aber vor allem Kinder nicht abschätzen können. Da hat der Weiße Ring mehrere Pingi-Hefte für die Kinder, Kindergartenkinder, Grundschulkinder entwickelt, die man beim Weißen Ring abrufen kann und thematisieren kann. Ich zeige sie gerne mal. Zum Beispiel die zwei habe ich heute mitgebracht, Gemeines aus dem Internet und Keine Gewalt gegen Kinder. Da kann man schon im Kindergarten und in der Grundschule, wenn es denn zu den Themen passt, anfangen, damit zu arbeiten und die Kinder darauf aufmerksam zu machen, spielerisch. Ja. Dann gibt es auch Filme vom Weißen Ring und Vorträge an Schulen, die man abrufen kann. Es gibt Jugendbeauftragte, die auch in Schulen kommen und da zum Thema Cybermobbing, Mobbing, dann in größeren Klassen auch das Thema aufgreift. Mobbing, denke ich, nimmt auch immer mehr zu. In der Schule, ja. Ganz großes Thema. Wir haben jetzt vor Ort in Reutling mit einer Berliner Theatergruppe ein Theaterstück für die Schulen bei uns vor Ort gemacht. Und da war das rege Interesse sehr groß, einfach mal zu sehen, was ist Mobbing eigentlich und wie geht es dem Opfer dabei? Viele Täter oder Mitläufer wissen gar nicht, was da alles passiert. Eben. Auch Prävention. Was für gerade Kinder im Grundschulalter, glaube ich, ganz schlimm ist. Also wenn man nicht so perfekt ist, egal warum man gemobbt wird, man schreibt schlechtere Noten, man ist vielleicht nicht so dünn wie der Rest oder man kann sich keine Marken, gibt es ja alles möglich. Ja, genau. Da gibt's wirklich, da fängt es schon an. Eben. Eigentlich, und Kinder sind grausam ehrlich oder und können grausam ehrlich sein. Ja. Das, was so an sich ja nicht schlecht ist in dem Fall. Und wenn es solche Themen im Kindergarten oder in der Schule gibt, dann erst recht kann man das mal zum Thema machen und sich auch beim Weißen Ring Material dazu organisieren. Wo muss ich mich melden, wenn ich gerade für Kindergartenkinder oder für die Grundschule solche Bücher haben möchte? Entweder kennt jemand die Außenstelle oder ein Mitarbeiter vom Weißen Ring, der kann das organisieren, oder man kann auch über die Bundesgeschäftsstelle im Internet www.weißer-ring.de gucken, wer fürs Material zuständig ist, und eine E-Mail oder ein Telefon in die Hand nehmen und dort anrufen und sich das kostenfrei auch im Klassensatz oder Kindergartenmenge für jedes Kind beschaffen. Sie haben auch Broschüren für Ältere, sage ich mal, nicht nur für Kinder. Es gibt auch Hilfebroschüren für zum Beispiel Stalking-Opfer oder für Kriminalitätsopfer allgemein, die überall versucht werden auszulegen, die man auch abrufen kann im Internet und in der Regel auch manchmal, wenn man denn eine Strafanzeige erstattet, bei der Polizei schon bekommt, wo auch die ganzen Telefonnummern draufsteht, wie man denn dann zum richtigen Ansprechpartner vor Ort gelangt. Jetzt haben wir, glaube ich, noch ein Thema, was auch immer mehr zunimmt, das ist die häusliche Gewalt. Ja. Wie können Sie Opfern der häuslichen Gewalt helfen? Was sind da die ersten Schritte? Ja, da kommt es drauf an, wie gewaltsam die Gewalt ist, sage ich mal. In der Regel, wenn das dann so ein Ausmaß an Gewalt erreicht, dass das Opfer aus dem Haus geht und sich wirklich Hilfe holt, muss man gucken im ersten Schritt, dass in der Regel ja die Frauen Opfer sind, wobei es auch prügelnde Frauen gibt, die ihre Männer prügeln. Aber in der Regel sprechen wir hier vom Opfer Frau, die dringend die Wohnung benötigt für sich und die Kinder. Und der erste Schritt ist da mit der Polizei zu gucken, dass der Täter aus der Wohnung kommt, zumindest für die erste Zeit. Das ist mal, um die Streitenden quasi auseinanderzubringen. Und da wird versucht, den Täter, oder das hat inzwischen die Polizei die Handhabe, den Täter aus der Wohnung zu setzen, dass das Opfer mal zu sich kommt. Und im zweiten Schritt muss man dann wieder das Opfer in Empfang nehmen und gucken, was braucht das Opfer. Braucht es die Wohnung auf Dauer? Braucht es eine andere Wohnung? Hört der Täter auf oder muss man da mit der Polizei noch weitere Schritte veranlassen? Zeigt das Opfer dann tatsächlich ihren Mann oder Freund an? Dann kommt es auch wieder ins normale Strafverfahren oder geht sie wieder zum Täter zurück, was auch ganz oft passiert. Diese emotionale Abhängigkeit, dass sie immer wieder zurückgehen oder den Täter wieder in die Wohnung lassen. Und es kann über Jahre gehen, bis die Opfer irgendwann nicht mehr können. Und erst dann ist oft auch Hilfe möglich. Sonst immer nur so
sequenzweise Täter raus, Opfer lässt den Täter irgendwann wieder rein. Aber irgendwann ist dann auch das Maß fürs Opfer voll und dann läuft wieder die ganz normale Opferhilfe vom Weißen Ring an. Haben Sie denn auch Kontakt zu Frauenhäusern? Also gerade wenn wir über... Das ist das Nächste. Wenn natürlich das Eigentum dem Täter gehört, kann man zwar auch so eine Wohnungszuweisung kriegen, aber oft wollen die Frauen das dann auch nicht. Und dann ist der erste Schritt, wo bringen wir sie unter? Im Frauenhaus. Bei uns vor Ort gibt es ein Frauenhaus. Ich kann jetzt immer nur für mich, für Reutlingen sprechen. Da hat aber sicher die anderen Außenstellen auch die passenden Verbindungen, wo die Frauen dann zeitnah untergebracht werden. Und dann in der ganz großen Not, wenn zum Beispiel samstags abends die Polizei anruft und kein Mensch mehr beim Frauenhaus anzutreffen ist, dann muss man halt auch mal ein Hotelzimmer organisieren, das dann auch der Weiße Ring übernimmt mit diesen Spendengeldern, um der Frau in der ersten Not zu helfen. Sie sprechen gerade die Spendengelder an. Das ist alles, denke ich, nicht gerade kostengünstig, die ganze Arbeit, die Sie machen. Wie kann ich dem Weißen Ring helfen, wenn ich sage, ich möchte irgendwas Sinnvolles tun? Wie kann ich helfen? Also helfen kann man gern mit Spenden. Das Spendenkonto ist auch auf der Homepage vom Weißen Ring. Man kann aber auch, wenn man sagt, man hat Zeit übrig und möchte noch was Sinnvolles tun, in ehrenamtliche Mitarbeit zum Weißen Ring kommen. Die Mitarbeiter vom Weißen Ring sind alle sehr gut geschult, weil die Arbeit mit dem Opfer professionell ablaufen muss. Auch das erfordert finanzielle Hilfe. Diese Fortbildungsveranstaltungen kosten Geld, aber das Gros der Opfer, das Gros des Geldes, das aus Spenden kommt, wird den Opfern zur Verfügung gestellt. Und dann kann ich mich wo melden, wenn ich jetzt sage, ich möchte bei uns im Kreis anfangen, gehe ich direkt die Geschäftsstelle an oder sage ich, ich schreibe dem Land Baden-Württemberg und... Man kann sich im Landesbüro Baden-Württemberg melden. Das ist in der Hackstraße in Stuttgart. Die Telefonnummer Landesbüro, Weißer Ring, Landesbüro. Wenn man Weißer Ring eingibt, landet man da auch schon. Man kann über die Bundesgeschäftsstelle erfahren, welches Landesbüro zuständig ist oder wer auch konkret vor Ort schon zuständig ist. Die können einem da auch die richtige Telefonnummer geben und sich gleich direkt bei der Außenstelle melden, wo man ist. Das ist schön. Frau Sauter, ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie uns den Weißen Ring näher gebracht haben, dass Sie uns den Zuschauern und Zuhörern gesagt haben, was der Weiße Ring macht, dass man nicht im Dunkeln tappt, wenn man eben Opfer ist. Ich hoffe, dass Sie vielen Menschen, die Hilfe brauchen, weiterhin helfen können, so wie Sie es bereits tun. Viel Arbeit wünschen wäre hier der falsche. Aber viel gute Hilfe. Eben, viel gute Hilfe, wie sie seither auch funktioniert. Ich hoffe, wir haben hiermit erreicht, dass sich ein paar Menschen melden, dass Spendenmitarbeiter vielleicht neu gewonnen werden können. Und wünsche Ihnen für Ihre weitere Arbeit alles Gute und viel Erfolg. Dann danke ich auch im Namen des Weißen Rings, dass wir heute hier Gehör bekommen haben. Vielen Dank. Immer wieder gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Tschüss.